So, hallo, heute spielen wir wieder Fortnite. Mit dem neuen Patch habe ich aber so eine Österreicher-Skin gekauft. Dem Shop, also was ist Fußball-Skin? Jetzt habe ich auch so ein Trial-Skin mit dem Österreicher-Skin. Und ja, genau. Creator-Code Jonathan 30 nochmal. Alle 14 Tage wieder neu eingeben. Und hier gibt es auch Schalenschäler. Okay, dann starten wir gleich in die Runde. So, wir sind jetzt in der Runde. So, wo gehen wir denn hin? Das ist die Tiefbrut. Lol, man sieht schon das die Lava auf der Map. Lol, okay. So, wo gehe ich denn hin? Soll ich Shifty gehen? Ich gehe mal Shifty. Genau, jetzt hab jetzt vergessen, Kleider auszuwählen. So einen richtigen roten Kleider, so einen richtigen Österreicher Kleider. Ich finde den Skin relativ cool und mir fällt gerade auf. Ich habe so eine 33 am Rücken. Das ist richtig cool einfach. Ich kann auch die Zahlen auswählen hier. So, dann lande ich hier in Dusty. Ne, nicht Dusty. Wie heißt es? In, Shifty Shift. Und der E-Mann hat links unten hat schon einen Kill gemacht, okay. Deine Kassen got no aim. So, dann gehe ich hier runter. Oh, ich bin... Hä? Oh, oh. Ich bin irgendwie am Baum gelandet. Wie auch immer. Und... Okay, das ist Hofer. Egal, ich werde den anderen Typen killen. Okay, ist ein Chuck. Und hier ist ein MP5, okay. Oh, 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 oh. Er kommt. Ich werde ihn killen. Ich muss jetzt noch die... Chest hier. Nice, ich habe ihn sogar mit einem Headshot, lol. Okay, er hat noch einen, ja, Kack gehabt, nice. Ich habe noch 40 Leben gehabt. Aber ich habe noch den Chuck hier, der hielt mich. Gibt es noch irgendwo Chests? Soll eigentlich schon sein. Ich finde die Spitzhacke auch richtig geil. So, ist eine Giftfalle. Wer die Giftfalle noch nicht kennt, ist praktisch so eine Giftfalle. Wenn man die platziert, kommen solche Pfeile raus. Richtig cool. By the way, heute um 18, 19 Uhr werde ich wieder streamen. Ja. Also schaut unbedingt vorbei. Und aktiviert die Glocke, dass ihr unbedingt kein Video und kein Streamer verpasst. So, hier ist noch eine Pump, die nehme ich schnell mit. Und hier ist noch eine Chest, okay. LOL! Okay, das war eine OP-Chest. Dann nehme ich hier schnell den Chuck. Oh, ich habe mich ein bisschen verbaut. Okay, nee, hier kann man kein Dings nehmen. Ich nehme auch kurz einen Chuck. Mit der richtig coolen Animation. Mir fällt gerade auf, ich habe hier auch am Rücken so ein Katana. Das nimmt mir auch übelst viel Tryouts. Also, das ist richtig cool. Ich liebe den Österreicher Skin einfach. So, wo gehe ich denn hin? Ich habe jetzt eine Pump und alles, actually. Ich gehe mal nach Richtung... Lol, die Zone ist ja perfekter als perfekt. Ich gehe mal Richtung... Na, wo soll ich hingehen? Ich gehe Richtung Salty. Ich meine, Salty ist ein richtig guter Tryout-Dings auch. Passe ich zu einem Skin perfekt hin. Was gibt's denn hier? Hier, so. Baum nehme ich noch schnell mit. So, easy peasy. So, ich finde auch den Fade-Waffenskin, den ich habe, richtig cool. So, ich brauche jetzt ja eigentlich nur mal Gegner. Und ich habe die Sniper auch gerade gefunden. Ist auch richtig geil. Habe ich auch noch einen Baum? Baumery. Dann gehe ich jetzt hier mal gleich rüber. Ich brauche noch ein bisschen Mats, dass ich Bild fighten kann, wie so ein Pro. Wie schätzt ihr mich eigentlich in Fortnite an? Also, bin ich ein Pro, ein Tryhard? Ich weiß nicht eigentlich, was eigentlich wirklich Tryhard bedeutet. Wahrscheinlich solche Leute, die einfach so sich komplett anstrengen. Oh, ich habe gerade den Fall damage gewonnen. Die sich komplett anstrengen beim Fortnite spielen. Aber keine Ahnung, oder generell beim Spielen. Aber wisst ihr, was eigentlich Tryhard wirklich bedeutet? Ist auch ein guter Spieler, oder? Oder Tryhard? Was bedeutet das? Auf jeden Fall, wie schätzt ihr mich so in Fortnite ein? So, von 1 bis 10? Ich meine, es gibt bessere Leute, aber. Ich meine, es gibt auch No-Skins, die sind jetzt nicht so gut. Ist da oben wer? Lol, warte mal. Lol, ist es neu? Nee, okay, das nehmen wir mal, das ist nicht neu, oder? Nee, das Piratenlager ist nicht neu. Da ist ein Typ direkt. Und das ist ein Tryhard, aber... Ah, ist instant down, aber es war auch so ein Tryhard. Er hat auch so ein Tryhard-Skin gehabt. Und einen Rift gehabt. Nice. Mich hier schnell das Rift. Und eine blaue Pump hat er gehabt. Das ist auch relativ gut. So. So, muss ich noch irgendwie runter hier. Ups. So, Mats hat jetzt nicht so viel gehabt, aber ja, es geht.
So, ich habe jetzt noch ein Dings. Jetzt reload ich immer, das ist ganz wichtig, immer reloaden die Waffen, nach die mir gefightet habt in Fortnite. Piratenlager war, glaube ich, schon oben. Das heißt, ich hole mir wieder Mats. Ich finde die Nummer richtig geil am Dings. Ich finde Fade-Waffen ist genug. So geil. Irgendwie würde ich es geil finden, würde auch irgendwie solche, Aufsätze für Waffen oder so in Fortnite reinkommen. Das war auch richtig geil. Also, immer wenn man irgendwie, neues Update in Fortnite kommt, dann muss mich immer so umgewöhnen und so. Genau, und irgendwo da bei Dings, genau. Loot Lake irgendwo da. Ist so, genau da. Das sind solche Dings, wie heißt? Solche Bagger. Und da graben so ein Dings aus. Die graben so ein, wie heißt das? So ein Grab. Die graben so ein Loch aus. Und hier ist noch ein Chess. Und darin soll sich irgendwie eine geheime Tür so befinden. Auf jeden Fall, ich beschäftige mich mit dem auch noch im Stream und schaue da live, ob da irgendwas passiert. Genau, ich gehe da noch schnell hin. Hier ist so ein Messer und eine Gabel, weil Fork Knife, also manche sagen auch zu Fortnite Fork Knife, also Gabel und Messer. Das ist richtig geil auch. Nehme ich hier noch schnell die Gleiter mit. Ich überlege gerade, soll ich? Ja, ich nehme jetzt Rift, oder? Glaube ich nicht. Oh. Aber ich habe die gerade nicht mitgenommen, aber egal. Genau, hier irgendwo sollten nämlich die Bagger sein. Wo sind die Bagger? Wo sind die Nubbe Ludwig? Ne, oder? Da ist einer. Fällt mir gerade auf. Ah, ich habe ihn. Als ob er mich nicht gehört hat. Nice. Okay, der hat nicht so gut Stuff gehabt. Naja, es geht. Aber hier irgendwo war so ein Bagger auch. Okay, ist ein Automat. Gibt es immer noch gratis? Nice, es gibt immer noch gratis Sachen, wie zum Beispiel ein Lagerfeuer gerade. So. Oder sind hier die Bagger oder wo ist hier das Baggerfeld? Frage ich mich, ist hier ein Baggerfeld? Nee, hier ist keins. Aber ich glaube, ich schau mal, ich hole mir noch schnell die Kleider. Nachher schaue ich mal zu Loot Lake, wo Loot Lake solche Dinger sind. Weil, genau, da wird irgendwie auch wahrscheinlich so ein Live-Event sein. Und genau, und da, wenn man da draufschlägt, verliert es ein Leben, das sind irgendwie 100.000 Leben oder so. So ein Block. Wenn man, jeder, also live ist das, jeder der draufschlägt, verliert praktisch ein Damage und da schlagen wie 100.000 Leute gleichzeitig drauf, das ist richtig cool. Auf jeden Fall, wenn heute Abend ein Event oder so stattfindet, ich bin live, also schaut unbedingt vorbei. Da beobachte ich das auch. Und vielleicht kommt irgendwie, erwacht wieder Thanos oder so, wer weiß, wer weiß. Oh, hier ist ein Airdrop hinter mir, okay, nice. Hol ich mir noch schnell. Ich brauche irgendwie, genau, da vorne man die Kleider. So. Manche fragen mich auch, warum, wer PUBG halt kennt. Manche kennen es nicht, es ist halt auch so eine Art Battle Royale Game. Und manche fragen mich, warum ich Fortnite besser als Dings finde. Besser als PUBG oder so. PUBG ist auch komplett verbuggt, aber Fortnite ist auch so ein Game, der ändert die Map und so. Und ist einfach so richtig geil. Wo waren hier die Fallschirme noch? Da vorne, gell? So, und Fortnite ist auch so ein Game, das bugfrei ist. Die machen das immer bugfrei und so. Deswegen ist es richtig geil. Und auch hier irgendwo eine Dings. Über so eine Karte. Oh, wo ist die? Für den. Ah, ich glaube, ich nehme sie nicht. Nee, nee. Ich bleib hier die Hangglider und hol mir noch schnell den Drop da vorne. Ich hätte mir das Rift aufspannen sollen. Aber egal, ich habe noch Mats, kann ich hochbauen und dass ich da vorne noch in die Zone fliege. Und der Drop kommt auch schon, das ist gut. Ich hoffe, dass nicht noch einer hier in Fatal Fields ist. So. Vielleicht wird das ja der 1 epische Sieg. Schreibt mal alle Hashtag 1 epische Sieg in die Kommentare. Wenn ihr das gerade lest. Also hört. Hier ist noch ein Rift, das ist gut. Ein Bogen. Soll ich einen Bogen mitnehmen, ist die Frage. Ich nehme ihn mit. Einfach. Ach, ich nehme ihn einfach mit. Jetzt probiere ich hier noch. Ah, nice. Okay, ich habe beides. So, dann gehe ich jetzt noch schnell hier in die Zone Richtung Shifty, da wo ich gelandet bin. In Shifty wäre ich eigentlich zweimal fast mitten in der Zone gewesen. Das ist richtig cool, also wäre ich dort gewesen. So blieben gewesen. Hier ist auch so ein Container drauf auf dem Piratenlager. Dann fliege ich hier schnell rüber und da ist ein Lagerfeuer drin. Kann dies möglich sein? Ne, ist schon draußen, okay.
Hier liegt auch noch irgendwas Goldenes. Was ist das? 90, okay. 90 ist useless gerade, deswegen nehme ich es nicht. Und ich brauche noch ein bisschen Dings hier. Ein bisschen Holz. Der Bogen. Genau, es gibt da jetzt auch einen Skin für den Bogen. Man kann auch einen Skin für den Bogen auswählen. Das sieht auch richtig geil aus, mit zum Beispiel mit dem Fade-Skin hier. Der so Lieder und Dings ist und blau. Frage ist, ist hier irgendwer? Aber ich glaube nicht, oder? War nur ich und der andere Typ ganz am Anfang. Ich glaube nicht, dass hier irgendwer ist. Das heißt, ich gehe weiter in die Zone rein. So, bam, bam, bam. So. So, hier noch. So, jetzt habe ich 600 Holz. Soll eigentlich passen. Hier aber noch Minis. Was für Muni braucht der Dings eigentlich, frage ich mich. Der Bogen. Okay, Shotgun. Okay, Shotgun Muni, okay. Lass ich hier noch das Lager verliegen. Falls ich mal Damage irgendwo nehme. Da ist gerade direkt close neben mir. Da oben schießt auch noch einer. Oh oh. Zack, den Baum noch stellen, dann baue ich mich gleich auf. So, dann nehme ich hier. Okay. Was ist das? Ist eine Zeitprüfung? Leute, das ist jetzt ein Wiederbelebt-Ding. Lol. Man kann ja einfach die Teammates wiederbeleben. Wie sick ist das? Lol. Okay, ich werde angeschossen. Baue mich hier kurz ein. Werde ich denn angeschossen? Freue ich mich. Okay, der Bogen ist ein bisschen dumm. Oh, okay, der ist richtig OP. Ah, gut, okay, warte. Okay, ist direkt unter mir. Oh, oh. Nein, hab ich getötet. RIP. So, neue Runde, neues Glück. Ich geh jetzt nur schnell. Ja, ich geh jetzt tilted zum Abschluss. Vorige Runde war ich eh relativ gut. Aber wie weit ist die Lava schon in Dusty, freue ich mich. Okay, Leute, ist schon richtig weit. Oben. Leute, mir wird einfach gerade nicht das Wasser bei Dings geladen. Beim Fluss hier. Ist einfach alles leer. Oder ist es leer nie, oder? Da ist eh ein Fluss drin, oder? Ja, doch. Ja, ja, jetzt wieder geladen. Ich bin jetzt ein bisschen zu spät ausgesprungen, aber egal. Es wird schon passen. Oh, oh. Wird es passen? Ich weiß nicht. Oh, naja, oh oh. Es sind relativ viele Leute hier gerade. Ich stand hier bei der L-Häuser, ich meine. Oder nennt ihr das L-Häuser hier? Oh oh, und der buggt. Der laggt. Nehm ich hier. Oh oh. Hier die Chest schnell mit. Oh oh, ja, eine Waffe. Okay, ich habe auch eine Waffe. Ordne ich das hier kurz. Okay, wo ist er? Okay, er war praktisch auf K. Okay, nice. Dann mach ich hier kurz den Tanz. Okay, direkt weiter. So. Hier sind voll Mingo. Okay, ich glaube, jetzt nicht mehr so viel Loot. Gehe ich hier einfach schnell weiter. Und hier sind Ziegelsteine. Hier Trupp seine Ziegelsteine verloren. So, und Dings hier. Ja, es ist ein. Ja, ah, ja. Dann baue ich das schnell hier ab. So, easy. Mache ich mir hier schnell den Chest. Genau, und Muni habe ich mir auch geholt. So, und hier gehe ich hier schnell hoch. Wo ist er? LOL, ich habe ihn noch gestohlen. Ich habe ihn noch gekillt, mehr oder weniger gestohlen. Ich werde angeschossen irgendwo. Wollte ich mir schnell. Oh oh. Oh, nee, nicht. Warte. Okay, er trifft mich nicht. Okay, hier habe ich eine Steinstoßpistole oder Steinstoß. Heißt das wie heißt es? Steinschlagpistole? Steinstoßpistole, okay. LOL, ich habe viel Damage gemacht, okay.
Oh oh. LOL, er hat mich in der Luft getötet. Wie low ist er denn? LOL. Okay, wie low ist er? At 4 HP. Okay, RIP. Das war's für die Folge jetzt. Lasst ein Like, ein Abo da und schaut beim Livestream unbedingt vorbei. Und vergiss nicht, meinen Creator-Code einzutragen. Und ciao.